Guten Morgen, oh du wunderschöne Erde. Yippie! Und eins und zwei und drei und auch vier. Und eins und zwei und drei. Hey, kann denn ein Megahirn wie ich nicht mal eine Minute in Ruhe schlafen? Ah, sei gegrüßt, oh du mein hirniger Megakumpel. Ist das nicht ein ganz wunderschöner Tag heute? Ich bin begeistert. Hier, halte ich gut fest. Ich muss mal eine Runde drehen. Warte mal, ich wollte doch nur... Ah gut, schon verstanden. Ich will sofort eine Auszeit. Das macht dann ja völlig schwindelig auch. Aber Megahirn, und stell dich doch bloß nicht so an. Als Weltenwächterlehrling erster Klasse muss man immer in absoluter Topform bleiben. Halt! Er ist viel schneller als die stärkste Supernova. Kraftvoller und stärker als interstellarer Stahl. Na klar, du bist ein außergewöhnlicher, außerirdischer Megaheld, Sir Widget. Aber kann das nicht noch bis zur Mittagspause warten? Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Außerdem werden wir gleich von dieser Flutwelle erschlagen. Was? Das ist ja schrecklich. Flutwelle? Nein! Bei allen Solarschleimschlangen, das ist ja der helle Wahnsinn. Wow! Super! Juwelengeschmeide. Schätze, das sind die Schätze des Meeres. Das ist genau das richtige Ausgangsmaterial. Geradezu geschaffen für den größten Künstler der Galaxis. Leonardo da Vinci. Ich kann nur hoffen, dass Widget auch zu Hause ist. Ja, und wir müssen ihm unbedingt von unserer Pflegeaktion für den Stadtpark erzählen. Wahnsinn, das ist ja die Freiheitsstatue. Die sieht ja kosmisch aus. Gefällt mir gut, Widget. Ja, mir gefällt sie auch. Die französischen Erdenbewohner haben diese Figur den amerikanischen Erdenbewohnern als Symbol für Freiheit und Zusammenarbeit geschenkt. Ja, ja, und ich habe sie aus diesen wunderschönen Erdenschätzen zusammengebaut, die am Strand angespült wurden. Aber Widget, ist dir nicht aufgefallen, dass das alles nur Abfall ist? Die Menschen haben all diese Dosen und Flaschen einfach ins Meer geworfen. Damit die Wale und Delfine damit spielen können. Nein, Widget, das hast du falsch verstanden. Die Menschen schmeißen ihren ganzen Müll einfach ins Meer, damit sie nicht mehr sehen müssen. Das ist leider so. Aber bei allen Jupitermonden, diesen ganzen bunten Erdenkram, kann man doch noch für alle möglichen Dinge brauchen. Wir nennen es Abfall und es gibt leider viel zu viel davon. Deswegen hat unsere Schule auch zu einer Veranstaltung im Stadtpark aufgerufen. Ja, und wir, die Schüler, werden uns um den Park kümmern. Genau. Wir werden Müllsäcke ausgeben und Abfälle aufsammeln. Komm doch einfach mit. Das hört sich ja toll an. Natürlich werde ich mitkommen, Leute. Ist doch klar. Entschuldigt, ich muss mich nur noch ganz schnell umziehen. Dann können wir los. Jetzt kommen wieder diese flügellosen Kreaturen. Das wird bestimmt lustig. Die machen doch immer jede Menge dummes Zeug. Komm mit, Widget, hier geht's lang. Bei allen pulsierenden Pulsaren. Hier sieht's ja aus, als hätte eine Horde marsianischer Matschaffen ein wildes Fest gefeiert und völlig vergessen, danach aufzuräumen. Oh ja, Widget, da hast du recht. Aber manche Leute denken eben überhaupt nicht nach. Klaro, aber Abfälle einsammeln kann doch Spaß machen. Seht ihr, das ist doch lustig. Das macht Spaß. Vorsichtig, Widget. Ah,
Je, jetzt kommen wieder diese komischen Nesträuber. Die beiden sehen aus, als seien sie zwei besonders dumme Exemplare. Meine Güte, so viel Müll. Wirf den Müllsack auf den Nester-Widget. Wo wird dieser ganze Erdenmüll eigentlich hingebracht? Ich meine, ist doch klar, das ist alles Müll, also kommt auf die städtische Müllkippe. Oh nein, du meinst, sie werden den ganzen Müll ins Meer schütten? Nein, auf die Müllkippe draußen nein, am Stadtrand. Nein, da drüben stehen noch mehr Müllsäcke. Komm, hilf mir doch mal. Geh schon mal vor, großer Bruder. Ich werde mir diese Müllkippe mal ansehen. Vielleicht kann ich ja irgendwie mit diesen Umweltarbeitern mitfahren. Hey, ich glaube, ich spinne. Da steht ja noch eine Statue. Du weißt doch, was der Boss gesagt hat. Wir sollen alle kaputten Denkmäler einsammeln und auf die Müllkippe werfen. Also auch die da. Hast du sie? Eins, zwei, drei, vier. Jetzt geht's in den Müll mit dir. Also ehrlich, auf diesem Lila siehst du ausgesprochen gut aus, Bub. Oh, danke sehr. Da kann ich mich nur tausendmal bedanken. Mm. Aber dir steht der Farbton auch sehr gut. Hä? Hey, Brian! Findest du nicht auch, dass diese Figur auf dem Müllwagen aussieht wie Widget? Werde ich mir mal diese Erdenmüllkippe ansehen. Vielleicht kann ich ja zusätzlich noch etwas erfahren. Oh, du mein galaktischer Guru! Megahirn musst du befragen, denn der wird dir gleich alles sagen. Also dann. Also wirklich. Puh! Was ist denn das für ein Gestank hier? Riecht es ja noch tausendmal schlimmer als auf dem Käseplaneten Rockford. Das hier ist eine Erdenmüllkippe. Und ich brauche unbedingt von dir mehr Informationen darüber. Müllkippe? Ja, da hätte ich ein paar Informationen für dich. Also auf dem Planeten Erde werden täglich mehr als 6 Millionen Tonnen Müll produziert. Oh. Und was machen die Erdenbewohner mit dem ganzen Müll? Tja, was machen die eigentlich damit? Sie laden ihn ab, schmeißen ihn weg, versuchen ihn irgendwie loszuwerden. Wenn du mich fragst, kommt mir das eher so vor, als ob sie nur versuchen, ihn zu verstecken. Aber Menschen, die so denken, halten sich doch selbst zum Narren. Na ja, dann sag mir mal, wie lange es dauert, bis sich dieser ganze Müll aufgelöst hat und sich die Erde wieder davon erholen kann. Tja, also, wenn man zum Beispiel diesen Holzstuhl vergräbt, dann dauert das so ungefähr 20 bis 30 Erdenjahre. So lange? Und wie lange dauert es in dem Fall? Ach ja, das ist eine sogenannte Wegwerfwindel, ein ziemlich passender Name. Bei diesem Prachtstück dauert es sogar 500 Jahre, bis es von der Erdoberfläche verschwunden ist. Und so ein unscheinbares Glasfläschchen braucht sogar über 1 Million Jahre, bis es sich wieder aufgelöst hat. Bei allen knatternden Quasaren. Es muss doch irgendeine Lösung für diese ganze Umweltverschmutzung geben. Ja, natürlich. Wir schreiben einen Beschwerdebrief und stecken ihn in eine dieser Flaschen. Und dann vergraben wir sie. Und in 1 Million Jahren wird jemand die Flasche finden und sehen, dass wir beide schon früher das Problem erkannt haben. Juhu! Und ohne zu zögern, fangen wir gleich damit an. Also mal sehen, welche Flasche ist dafür geeignet? Na klar, die hier. Hätten wir das Prachtstück. Und jetzt die Flaschenpost. Da, oh. Oh, mein ja, auf Wiedersehen. Der Müllberg stürzt ein. Oh. Oh nein. Oh, du kleiner Kerl. Komm, schnell hier rein. Komm schon. Oh nein. Meine Güte, danke sehr. Gern geschehen. Siehst du, hier drin kann dir nichts passieren. Alles prallt von den Reifen ab. Gummi, stell dir vor, die Menschen werfen das einfach weg. Kann ich dir was zu essen anbieten? Nein, danke, geht nicht. Ich bin auf einer Weltenwächtermission. Und jetzt muss ich gehen. Sei schön vorsichtig. Auf der Müllkippe ist so einiges los, mein Freund. Kannst du mir glauben?
denn? Beruhige dich doch, liebe Möwe. Hab keine Angst. Widget ist hier, um dir zu helfen. Ja, ja, diese Plastikverpackungsteile können schon eine sehr gefährliche Falle sein. So, schon vorbei. Danke. Ich danke dir recht herzlich, mein Freund. Ich werde in Zukunft diesen schrecklichen Ort meiden. Oh Mann, das ödet mich an! Was? Hä? Glaubst du, ich laufe gerne mit den Dingern rum? Hä? Meinst du die komischen Ringe? Was denn? Glaubst du, ich trage die zum Spaß, Kumpel? Und es sind doch keine Verlobungsringe. Aluminiumdosenöffnerringe sind das und es nervt, diese Teile an den Fußgelenken zu haben. Das kann ich dir sagen. Was ist denn das für ein Dasein, als Ratte mit so einem Unglück leben zu müssen? Bei allen krachenden Kometen, das hört sich so an, als ob ein Rudel marsianischer Matschaffen auf uns zukommt. Ich höre Wäschegewurmel. Ich verzieh mich lieber. Adios, amigo. Ach du meine Güte, ich bin ja völlig durchgedreht. Wie konnte dir denn das bloß passieren? Ich war gerade am Schlafen, da fing das Ding an, mich mit Qualen zu strafen. Ich konnte es nicht glauben, das Ding fing an, mich völlig durchzuschrauben. Ein kleiner Schrei von mir und du kamst schon vorbei. Doch für diesen coolen Kumpel hier ist alles scheinbar die reinste Hexerei. Na, kapiert? Bei allen Zwergen, Sternen und Weltraummatsch. Langsam wird mir klar, dass so eine Müllkippe eine echte Bedrohung für euch hilflose Tiere dieser Erde ist. Und natürlich auch für den Planeten selbst.